Ach, da oben, guck mal. Die Sonne, ne? Hier sind die Türen offen. Ja, warum wohl? Weil jemand das Auto genommen hat und weggefahren ist. Oh ne, hier drin sind sie zu. Oh, nee, drei Frames. Hier liegen aber auch nur Knicklichter. Oh, ein Magazin. MP5-Munition. Warum denn? Warum denn? Ich hätte ja mal ganz gern eine MP5. Das nächste Mal bereite ich mich mal besser vor, oder? Ach, Vorbereitung. Musst du auch zweimal die Türen öffnen? Ja. Okay. Wow! Erschrocken? Ein bisschen, ja. Handschellen, Knicklichter in allen möglichen Farben. Was ist denn? Ach, Magazin? Oh, das ist sogar voll. Noch ein Magazin. Ja, aber hast du eine MP5? Ich kann mir eins malen. Bist du im zweiten Stockwerk? Ja. Gut. Hier gibt's alles für eine MP5, ne? Magazin. Magazin, diese Schulterstütze. Anti-Stab-West. Hast du die mitgenommen? Ja, ich habe sie drüber gezogen. Okay. Dann habe ich unten noch gesehen, dieser Handgriff, der Plastikhandgriff für die Waffe. Aber keine Waffe. Ich bleib hier stehen. Oh, hübsch. Hübsches Höschen, ey. Mit so einer Falze sogar. Oh, hier ist eine CL75, ne? Ja, ich habe schon eine im Gepäck. Achso. Die ist sehr häufig. Ja. Nee, keine MP5. Schön viel Zubehör, aber keine MP5. Auf dem Dach war nix? Nee. Brauchst du eine nicht hochzugehen? So. Könnte man sich denn hinlegen? Oh, guck mal, hier ist sogar ein Pond. Nein. Doch! Ich nenne das Ding jetzt immer Pond. Suchst du die, Pond? Ich hab's schon gefunden, ich bin nur hängen geblieben. Ach je. Yeah. Dann würde ich sagen, tun wir uns hier irgendwo hinlegen. Weil das hört sich nach einem Plan an. Weil dann können wir nämlich das nächste Mal nochmal die Polizeistation looten und nach dem Auto gucken. Das hört sich toll an. Und hier sind auch, denke ich mal, nicht so viele wie an den Spawnpunkten und so. Weil wer wird denn hier schon gespawnt? Keiner. Ja. Niemand. Nobody. Ach, ich mag die Hose. Oh, dass die Olle nicht einfach direkt so viel trinken kann, dass er hydrated ist, ne? Ich meine, hat sowieso wenig Sinn, ne? Hier jetzt noch uns zu hydrieren, rehydrieren. Ich weiß nicht, ob wir dann beim nächsten Mal, ob das zurückgeht oder so. Ich kann das nicht mehr anklicken. Doch jetzt. Ah, jetzt bin ich hydrated. Mann, jetzt. Ach, Mädel. Bist du hingelaufen? Oh, ich bin noch ein Stück weiter gelaufen. Mal gucken, ob ich noch was finde. So, ist hier irgendwie ein schönes Häuschen oder so? Leggy, Peggy, Maggie. Steht da. Hier ist noch ein Rucksäckchen. Oh, wo? Ein Polizeiauto oder was? Da, hier, an der Seite. Da, bei dem Müllhaufen. Mhm. Ach, da. Und hier ist noch eine Waffe. Was für eine große?
IZH-18 Rifle. 762 habe ich davon was. Nee, leider nicht. Aber Waffe ist Waffe, ne? Ja, ja. Hast du mitgenommen? Nee. Ich habe hier schon einen. Wo liegt die denn? Im Kofferraum. Ach, da! Auf der rechten Seite. Drinne. Helmsche. Och, Junge. Mädchen. Was ist denn los? Ich glaube, ich muss meinem Rechner mal einen Namen geben. Oh, hier ist noch eine Knifte. Oh, eine Shotgun. Die tausche ich doch gerne gegen die Rifle. Weil eine Shotgun ja. Quatsch. Eine Rifle ja auch schon was Feines wäre. Ja, wenn wir dann Munition dafür hätten, ne? Jo. Was liegt da? Tinkture. Habe ich die nicht auch mal getrunken? Ja, hast du, glaube ich, alles getrunken und dann Batterien rumgeknabbert und Autos, LKW, nee, Traktoren, die da draußen rumfahren. Damit hast du auch schon alles gemacht. Was ist denn hier überhaupt? Och, guck mal, hier sind Gräber. Komm da rein. Also nicht in die Gräber. Erster Gedanke, Grabschänden. Och, noch ein Brand. Hör auf. Ich hab ein Ding im Bumm gefunden. Ach, hallo. Hallo. Ja, ich hänge hier gerade ein bisschen fest, so. So. Wo wollen wir hin? Lass mal ein Plätzchen suchen, genau. Und? Wie wär's denn mit diesem kleinen Häuschen auf was? Das ist eine Kapelle. Ne, ist keine Kapelle, ist ein Minishop. Ach, wie putzig. Oh, wie geil. Guck mal, hier mit so einer alten Waage. Aber hier liegt nichts rum, ne? Nö. Ja, lass uns doch hier hin. Hier vielleicht noch ein. Oh, hier ist noch ein Lager. Schwarze Jacke. Was ist das denn? Leather Sewing Kit. Nehmen wir mal mit. Boah, ey, da können wir dann direkt ein paar ganz viele Sachen. Ein paar ganz viele Sachen looten. Bandana. Noch ein Pond. Well. Pond. Ja, dann trink du Weißchen aus deinem Tümpel. Ja. Oh, guck mal, da ist eine Waffe. Sehe ich gerade, als ich mich hier hingelegt habe. Wo hast du dich denn hingelegt? Wo bin ich überhaupt hingelaufen? Ich bin dann wieder im Shop drin, ne? Also in dem Minishop. Hier? Ich glaube, ich komme da nicht dran. Leg dich Gottverdammt nochmal hin. Ein Fleischermesser. Und? Ne, ich komme nicht dran. Doch, da. P1 Pistol. Was für eine Munition braucht die? Ich. Steht das da dran? P1, 9mm, glaube ich. First locked reach pistol to use a double action single action DRSR trigger. The shooter can chamber around. Use the decocking lever to safely lower the hammer without firing the. Ach, laber mal Müll, ey. Ich nehme hier einfach mit, wenn gut ist. So. I'm lying here. Bleiben wir dann hier. Ja. Ich will mich noch umdrehen. Hast du da einen Zettel hingelegt? Ja. Ich hab's noch. Ich wollte es nicht taken. Hast du da was draufgeschrieben? Nö. Gut. Ich hab gar keinen Stift.
Hab ich schon gehört, weil du so am Lachen warst. Da hab ich gedacht, du hättest da irgendwie was draufgeschrieben. Nee, aber du, wegen deiner Aussage, ich wollte es gar nicht tapen. So. So. Mach jetzt gleich nicht deine Aufnahme aus. Weil wir müssen noch synchronisieren. Ja, okay. Gut, ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich hoffe, euch hat das so gefallen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss. Ciao.